Gemeinsam sehen wir heute, was wir morgen ernten. Spenden macht Schule. Mit dem Motto ist das Bundudum-Hilfsprojekt für Afrika in Oldenburg entstanden. Bundudum ist ein Partnerschaftsprojekt des Neuen Gymnasiums Oldenburg mit einer Dorfschule in Burkina Faso in Afrika. Begonnen hat alles im Juli 2004, erinnert sich die ehemalige französische Lehrerin Marie-Corentina Sandstätte. Mit dem Aufbau einer Briefpartnerschaft wollte sie ihrer Schule die Chance geben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Und ich habe dann wohl im Internet gesucht, nach welchen Möglichkeiten es bestünde, eine Briefpartnerschaft auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich zwei Antworten gehabt. Die eine aus der Nähe von Nizza, da war kein Problem. Wir haben sofort miteinander korrespondiert und abgemacht, dass wir dann etwas machen würden. Und dann war eine andere Anfrage von einem Kollegen aus Burkina Faso. Und er, also Grundschullehrer. Und er fragte nicht nur Briefpartnerschaft, aber auch eventuell Patenschaft. Ich habe Kontakt aufgenommen und gefragt, was bedeutet Patenschaft für ihn? Und er sagte, naja, wir brauchen etwas Geld, das sind Waisen, die können nicht zur Schule und die sind dann im Dorf und wir können die gar nicht aufnehmen. Natürlich konnte Marie-Corentina Sandstätte diese Entscheidung nicht alleine treffen. Sie holte die Eltern mit ins Boot. Durch einen Flohmarkt kam das erste Geld zusammen. Und so haben wir angefangen und mit der Einnahmen von diesem Flohmarkt, das waren damals 800 Euro, wir waren total von den Socken, was wir damit bewirkt haben. 29 Schüler konnten aufgenommen werden, im November noch in der Schule. Dann konnte eine ganze Ausstattung mit Kassetten, Lesegerät und ein Mikro, damit die Schüler auch dann sich mal hören und Französisch besser üben könnten, weil die Französisch lernen. Eigentlich der ganze Schulunterricht ist auf Französisch, aber sie sprechen nur Moré. Das ist wirklich sehr, sehr problematisch, sehr oft. Und ja, und dann noch das Schönste für die Kinder. Unser Kollege hat einen echten Fußball gekauft. Im Jahre 2005 wurde die Bundudum AG gegründet, zwei Jahre später der Förderverein. Das Ziel nach wie vor, das Recht auf Bildung, auf Gesundheitsvorsorge, auf Lebensmittel und sauberes Wasser. Über die Jahre ist viel Geld für die Schule in Burkina Faso zusammengekommen. So konnte neben Schulmaterialien und Sportkleidung etwa auch der Trinkwasserbrunnen repariert werden. Und nicht nur das. Inzwischen gibt es einen Sportplatz, Gemüsegärten, einen Hühnerstall und die Bepflanzung eines Teiles des Schulgeländes im Bundudum wurde auch ermöglicht. Also wir fahren jedes Jahr nach Burkina. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, nämlich revolutionsbedingt, wo wir nicht gefahren sind. Und besprechen dann mit den Partnern vor Ort, welche Projekte jetzt eigentlich laufen, welche angegangen werden können. Und natürlich machen wir auch die berühmt-berüchtigte Evaluation. Das heißt, wir gucken schon, was ist eigentlich passiert. Und die Gelder, wir bezahlen auch eigentlich immer direkt, sodass die Gefahr, die natürlich besteht, wenn man sehr arm ist und plötzlich Geld in die Hände bekommt, da vielleicht etwas zur Seite legt, eigentlich dann gleich null ist. Die Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler in Burkina Faso liegt auf der Hand. Aber auch die beteiligten Kinder und Jugendlichen am neuen Gymnasium hier in Oldenburg profitieren von der Mitarbeit in dem Projekt. Unsere Schüler lernen natürlich schon, dass man ein afrikanisches Land kennt. Das ist erstmal ein bisschen exotisch. Aber dann sehen sie auch, was eigentlich Armut heißt, weil wir haben ja immer so einen Armutsbegriff, wie wir ihn hier haben. Und arme Leute sind aus burkinischer Sicht eigentlich sehr wohlhabend. Und die Schüler lernen dann schon kennen, direkt eigentlich auch kennen, was Armut bedeutet und wie halt Armut auch ganz starke Einschränkungen eigentlich für die Entwicklung der Menschen im Dorf auch bedeutet. Und ich denke, das ist so die größte Erkenntnis eigentlich, die unsere Schüler so mitbringen und auch die Schüler, die mit uns in Burkina waren. Wenn die zurückkommen, haben ein völlig anderes, einen völlig anderen Blick eigentlich auf ihre eigene Lebenswelt hier, sehen es also deutlich kritischer eigentlich, was ihnen vorher selbstverständlich war, merken sie plötzlich, ja, das ist aber woanders in der Welt überhaupt nicht selbstverständlich und haben auch andere Verhaltensweisen dann eigentlich entwickelt.
Aktiv Unterstützung erfährt die Bung Dung Dung AG auch von Eltern wie Harald Finkmeier. Ich denke, wir haben ein großes Problem in der Bevölkerung, Akzeptanz für Flüchtlinge zu finden. Und ich denke, es ist ein guter Weg, zu versuchen, direkt vor Ort schon Hilfe zu leisten, damit überhaupt keine Flüchtlingsströme entstehen. Und ich denke, Schulbildung ist mit einer der besten Lösungen, die man machen kann, um tatsächlich auch Eigenentwicklung in Afrika zu fördern. Und so entwickelt sich das Projekt Bung Dung Dung ständig weiter. Von einer reinen Schulpartnerschaft zu einem Entwicklungshilfeprojekt. Das Projekt ist eigentlich nicht mehr eine Briefpartnerschaft, nicht mal mehr eine Partnerschaft mit einer Grundschule. Es ist ein Entwicklungsprojekt geworden eigentlich. Es hat Dimensionen eingenommen, die uns ab und zu, wenn wir nachdenken, uns etwas erschreckten, weil es ist eine sehr große Last, um wirklich das alles schaffen zu können. Aber die Gemeinde Baskure, wo das Dorf Gundodum hineingehört, wird auch dann von uns unterstützt. Und es ist jetzt dann auch eine Brücke gebaut worden und dann die Verbindung zwischen verschiedenen Dörfern wie Gundodum und die und die Hauptgemeinde, also Baskure, zu erreichen. Das ist vieles, was da gemacht worden ist. Das Land Burkina Faso, das wörtlich Vaterland der ehrenwerten Menschen bedeutet, hat etwa 19 Millionen Einwohner. Die Unterstützung durch das neue Gymnasium ist eine unschätzbare Hilfe für eines der ärmsten Länder der Welt. Wer das Projekt nun ebenfalls unterstützen möchte, kann sich auf der Internetseite der AG über Möglichkeiten der Hilfe informieren.